So, guten Morgen miteinander. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich Ich hoffe, hoffe, ihr ihr seid seid durch durch die die Ferien Ferien gut gut gekommen, gekommen, durch durch dieses dieses Auf Auf und und Ab Ab an an Wissen Wissen und und Nichtwissen Nichtwissen und und Meldungen, Meldungen, Vermutungen Vermutungen und und sowas. sowas. Ich Ich muss muss gestehen, gestehen, ich ich fand fand es es ein ein bisschen bisschen anstrengend. anstrengend. Also Also die die Ferien Ferien waren waren erholsam, erholsam, aber aber ich ich fand fand es es ein ein bisschen bisschen anstrengend, anstrengend, so so gerade gerade diese diese Diskussionen, Diskussionen, was was wird wird denn denn jetzt jetzt mit mit der der Schule Schule passieren passieren und und wer wer kommt kommt zuerst zuerst rein, rein, erst erst die die Kleinen Kleinen oder oder erst erst die die Großen. Großen. Und Und ich ich muss muss zugeben, zugeben, ich ich habe habe mir mir dann dann irgendwann irgendwann mal mal ausgeklinkt, ausgeklinkt, weil weil mich mich das das eher eher genervt genervt hat hat und und weil weil es es ja ja eh eh nichts nichts gebracht gebracht hat. hat. Jetzt Jetzt wissen wissen wir wir inzwischen, inzwischen, dass dass ihr ihr nächste nächste Woche Woche wieder wieder an an die die Schule Schule kommen kommen dürft. dürft. Das Das freut freut mich mich und und ich ich freue freue mich mich auch auch schon, schon, euch euch zu zu sehen. sehen. Ich Ich bin bin gespannt, gespannt, wie wie es es umgesetzt umgesetzt werden werden wird. wird. Oh Oh ja, ja, stimmt. stimmt. Hast Hast recht. recht. Moment, Moment, wie wie kann kann das das sein? sein? Dann. Dann. So, jetzt dürfte nur noch ein Mikro übertragen. Danke für die Rückmeldung. Verstehe aber nicht, wie das jetzt passiert ist. Passt wieder, oder? Sebastian. So, wo waren wir? Ah ja, bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Also so ganz offiziell haben wir noch nichts bekommen vom Ministerium. Der Piazzolo hat ja in den Medien gesprochen gehabt, dass eben 10 bis 15 pro Kurs eben oder pro Klasse da sein dürfen. Ist natürlich jetzt in unserem Fall ein bisschen, ja, ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen. Ist in unserem Fall natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir sind 19 Leute, also sprengen das gerade so ein bisschen. Mal schauen. Also da wird es sicherlich jetzt bald hoffentlich offizielle Ausführungen geben, wie es funktionieren soll. Und die Schulleitung macht sich ja schon Gedanken, wie sie das dann jeweils umsetzt. Und gucken wir mal. Haben wir auch schon überlegt gehabt, wie man das Ganze dann umsetzen kann. Also wenn nicht alle gleichzeitig anwesend sein dürfen, sodass wir das meiste für alle rausholen. Ich muss am Donnerstag eher in die Schule. Für die Homepage gibt es da eine Besprechung, was wir machen müssen. Und werde da ausprobieren, ob ich mit meinem Setup hier soweit online gehen kann, sodass wir eventuell vielleicht so beides machen. Also dass die da sind, sind halt da und können mitarbeiten und die anderen können es über YouTube mitsehen, wenn das für euch in Ordnung ist. Und dann im zweiten Wechsel kann man dann einfach weitermachen. Also ich fände es halt irgendwie ein bisschen nervig, wenn wir alles irgendwie doppelt machen müssen. Das ist für mich anstrengender und für euch bringt es weniger, wie wenn man einfach weitermachen könnte. Gut, aber das ist nur Zukunftsmusik und das ist Spekulation und das habe ich ja gesagt, das ist eigentlich genau das, was mich genervt hat, so ein bisschen in den Ferien, die Spekulation, deswegen höre ich jetzt auf damit. Zum anderen habt ihr ja mitbekommen in den Medien, dass jetzt, das scheint jetzt wohl durch zu sein, dass die Klausuren, die fehlenden, nicht mehr geschrieben werden sollen. Wie das dann mit Punkten und dergleichen, also mit der Wertung fürs Abi aussieht, weiß kein Mensch, weiß ich nicht, zumindestens. Das erfahrt ihr, sobald man das genau weiß. Im Großen und Ganzen finde ich es gut, dass es so ist, weil ihr doch ja durch eine sehr ungewöhnliche Zeit jetzt durchgegangen seid. Und was ich finde, was schon vermieden werden sollte, ist so, dass es dann heißt, ja, ihr habt es ja eh viel einfacher gehabt, weil ihr wart ja die in der Corona-Zeit Abi geschrieben habt. Ich glaube, dass so wie das Ganze jetzt gemacht wird, dass ihr faire Bedingungen habt, vergleichbare Bedingungen habt, sodass euer Abi sicherlich genauso viel wert ist wie jedes andere Abi vorher auch. Also da habe ich schon das Gefühl und bin da ganz ehrlich ganz positiv gestimmt, wie unsere Regierenden das machen. Also man muss nicht unbedingt die politische Couleur haben von denen, die regieren, um trotzdem anzuerkennen, dass sie das echt, also in meiner Meinung echt gut machen und ich fühle mich da jetzt echt gut aufgehoben. Gut, ich habe mit dem Tim gesprochen gehabt, der hat bei euch also ein bisschen
gefragt gehabt, ob es Wünsche oder Anregungen gibt. Da ist bisher jetzt nichts bei mir angekommen. Deswegen werde ich jetzt, wenn sonst keine Wünsche, keine Anregungen sind, meinen Plan soweit fortführen. Also ich hätte jetzt in Angesicht der jetzt wahrscheinlich nicht mehr stattfindenden Klausur trotzdem nur Geometrie aufwendigere Übungen gemacht, die Abitur ähnlicher sind und die das Buch noch hergibt. Damit hätte ich angefangen. Und sobald wir da so einigermaßen durch sind, ich denke, dass wir da ein, zwei Doppelstunden damit verbringen werden, also wahrscheinlich nur den Online-Unterricht, würde ich direkt in die Abiturvorbereitung gehen und da halt tatsächlich dann Abituraufgaben mit euch rechnen und genau, aber das machen wir, sobald wir soweit sind, das genau zu klären, wie wir da sinnvoll vorgehen. Gut, dann gehen wir doch zum Skript. So, da, das ist das hier und dann schalten wir das hier um. Und ihr seht, ich habe ein bisschen mich gespielt mit meiner Streaming-Software und jetzt könnt ihr da meinen Kopf währenddessen sehen, wenn euch das Spaß macht und wenn nicht, dann seht ihr dann trotzdem. Das war der Stand, wie wir es bis zum Schluss gehabt haben. Also wir haben nur kurz was zu Kugel und Ebene gemacht gehabt und haben vorher halt, wenn ihr euch erinnert, so diese ganzen Abstände besprochen gehabt. Und jetzt wäre mein Vorschlag eben, dass man im Buch in dieses letzte Kapitel, in diese Anwendung gehen. Da kommt jetzt nichts Neues mehr, sondern jetzt kommen halt so verstärkt Aufgaben, wo all das, was wir jetzt in der Geometrie behandelt haben, da halt noch mehr aufgegriffen wird. Jetzt tun wir mal die Tastatur auf die Seite, die brauchen wir jetzt nicht. Und ich würde vorschlagen, da starten wir jetzt durch. Das soll eine Übung werden zu Anwendungen der Geometrie. Also Kapitel 10, Anwendungen. Geometrie. Und das Ganze am 21.04.20. Ich habe ein paar Aufgaben rausgesucht, ein paar, die ich ausgespart habe, habe ich ganz bewusst ausgespart, weil da ein Fehler im Buch drinnen ist. Nein, sowas ist halt auch nicht ganz fehlerfrei. Gut, wir fangen an mit. Ich sehe gerade, ich habe das ungünstig aufgeteilt von meiner Anordnung her. Das Buch ist halb verdeckt von der Kommentarspur. So, jetzt ist es besser. Wir fangen an auf der Seite 165 ist es und schauen uns zuerst diese Aufgabe 1 an. So was Ähnliches haben wir schon mal gemacht. So, Flug und Beschreiben von Geschwindigkeiten und Positionen beim Fliegen mit Hilfe dieser Vektorgeometrie. So, da heißt es bei der Aufgabe 1. Ich lese einfach mal vor. Landeanflug ohne und mit Seitenwind. Die X1-Achse eines Koordinatensystems mit der Einheit Meter zeigt nach Osten, die X2-Achse nach Norden. In der X1-X2-Ebene befindet sich ein Sportflugplatz am Ort A300-100-0, steht der 30 Meter hohe Tower. Den Landeanflug einer Cessna in Abhängigkeit von der Zeit T in Sekunden beschreibt x ist gleich und dann halt diese Geradengleichung, wie er locker erkennt. Und die Frage ist, wie hoch ist die Sinkrate, welche Geschwindigkeit hat die Cessna? So, und bei so einer Aufgabe ist es, glaube ich, erstmal sinnvoll, sich zu orientieren. Und das möchte ich kurz machen mit euch, indem wir aufzeigen, wo diese Himmelsrichtungen sind. Sowas kommt nämlich oft vor, dass eben etwas nach Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Ich deute es mal kurz an mit so einem Koordinatensystem, das ich jetzt noch nicht groß bevölkern möchte, sondern wo wir einfach nur klären sollen, wo was wie ist. Das sind jetzt so diese Standardbezeichnungen. Und Bedeutung jetzt in dieser Aufgabe, die nach oben, das ist sicherlich die Höhe.
jeweils alles in Metern gerechnet. Und jetzt heißt es im Text, dass die X2 heißt, die zeigt nach Norden und die X1 nach Osten. Dann schreiben wir das doch dazu. 1 zeigt nach Osten, das hier nach Norden. Das heißt, entgegengesetzt von Osten ist Westen. Das heißt, hier hinten, das ist der Westen. Und hier hinten natürlich dann der Süden. Und wenn ihr das so in eurem geistigen Kopf dreht, dann passt das auch zu dem Bild, was man damals in der Grundschule gelernt hat, dass das so wie auf einer Uhr angeordnet ist. Also sprich, im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Also so reihum passt das auch dazu. Gut, wir sollen die Sinkrate beschreiben. Also angeben, wie schnell geht es denn nach unten. Und diese Sinkrate soll heißen, also wie viel Höhe verliert man denn pro Zeit. Oh, die Sinkrate. Gemeint ist die Geschwindigkeit Richtung Erdboden. Genauer gesagt der Geschwindigkeitsbetrag. Also uns interessiert nicht, wie schnell fliegt ihr nach Westen, nach Osten oder sowas, sondern nur, wie stark geht es nach unten. Und das kann man eigentlich direkt auslesen. Ich nenne es jetzt halt Vs. Das ist von der Geradengleichung, die ihr da habt, eigentlich nur der untere Eintrag. Also dieser der Richtungsvektor, der x3-Eintrag. Das heißt, also die Sinkrate s ist der Betrag von dieser Geschwindigkeit, wenn man so will, und das sind 3 Meter pro Sekunde. Und schreiben wir nur dazu, dass siehe Richtungsvektor. Dritter Eintrag. Die Tabea kriegt nur einen extra Auftrag. Fällt mir gerade ein, wie ich in den Ferien festgestellt habe, da habe ich nach langer Zeit mal wieder mit den Grubers telefoniert, die ich aus meiner Zivi-Zeit kenne und gern mag. Wenn du mal über den Zaun nach der Stunde rüberschreist und liebe Grüße ausrichst, das wär lieb. So, zweite Sache, die Geschwindigkeit. Da interessiert uns jetzt halt nicht nur, wie schnell geht es nach unten, sondern wie schnell geht es überhaupt voran in alle Richtungen. Danke, Tabea. Das ist sicherlich der Betrag von diesem Geschwindigkeitsvektor, also von dem Richtungsvektor. Und das wisst ihr, Betrag von so einem Vektor macht man durch Quadrate, addieren, Wurzel ziehen. Also was es zu berechnen gilt, ist 24, von mir aus minus 24 im Quadrat plus minus 12 im Quadrat plus minus 3 im Quadrat. Sprich, aufgrund der Vorzeichen kann man auch schon mal sagen, der erste Eintrag, das geht also Richtung Westen, der zweite Eintrag Richtung Süden. Also irgendwie nach Südwest oder eher West-Südwest und nach unten geht es eben. Tja, dann Taschenrechner. Und gerne einen Vorschlag, was das dann in Meter pro Sekunde jeweils ist.
So, das könnten wir eigentlich jetzt so. Ich tue mir dabei, wir haben das ein bisschen mein Screen anordnen. So ein bisschen so die richtige, perfekte Anordnung habe ich noch nicht gefunden. 27 kommt vom Korbi und dem kann ich nur zustimmen. Und vom Josef genauso. Also 27 Meter pro Sekunde ist das ganze Ding schnell in westlicher, südlicher Richtung und nach unten in Summe. Gut, damit haben wir die A fertig. Gehen wir zur Aufgabe B. Da heißt es, wie ihr selber auch nachlesen könnt, das kann man doch ein bisschen darüber schieben. Da heißt es, wann und wo setzt sie, also gemeint ist die Cessna, dieses Flugzeug, auf der Landebahn auf? Beim Aufsetzen sollte dieser Winkel höchstens 4 Grad betragen. Gibt es eine weiche oder eine harte Landung? So etwas Ähnliches haben wir ja bei diesem Quacks, dem Bruchpiloten, auch schon mal gerechnet gehabt. Schauen wir uns das Ganze an. Also wir wollen den Aufsetzpunkt haben. Dem geben wir einen Namen. Wenn uns nichts Schlaues einfällt, dann nennen wir den halt A wie Aufsetzpunkt. Und das ist sicherlich der Schnittpunkt der betrachteten Gerade, also dieser Fluggerade. Mit dem Erdboden, also sprich mit der X1, X2-Ebene. Und die kennt ihr in Koordinatenschreibweise, ist die ganz einfach. Das ist nämlich x3 gleich 0, also die Höhe ist gleich 0 für jeden Punkt. Und jetzt gilt es halt, das zu lösen, sprich die Gerade in die Gleichung einzusetzen. Also setzen wir ein, g in x3 gleich 0 eingesetzt, also nur die x3-Koordinate. Dann sind wir bei 45 minus 3t gleich 0. Einer Gleichung, die so einfach ist, dass man sie fast schon durchs Draufschauen kennt und löst und fertig, aber von mir aus plus 3t rüber und dann noch durch 3. Dann bleibt halt ein Drittel von 45 über und das geht genau auf mit 15. Soll heißen, also geometrisch gesprochen, die Hausnummer dieses Aufsetzpunkts in Bezug auf diese Fluggerade ist 15. Also wenn man 15 mal diesen Richtungsvektor am Startpunkt sozusagen hinsetzt, dann ist man genau bei dem Aufsetzpunkt. Heißt anschaulich gesprochen, nach 15, diese Hausnummer entspricht in der Zeit, nach 15 Sekunden kommt der Flieger auf. Ja, und dann setzen wir jetzt dieses T in G ein und kriegen damit diesen Aufsetzpunkt. Dann schreiben wir doch gleich A ist gleich statt G ist gleich. Und jetzt diese drei Einträge, das ist 360, 280 und 45 plus 15 mal minus 24, minus 12 und minus 3. Und dann bekommen wir den Vektor für den Ortsvektor für diesen Aufsetzpunkt. Unten muss sicherlich 0 rauskommen, sonst hätten wir jetzt irgendwas verkehrt gemacht. Das soll ja am Boden sein, dieser Aufsetzpunkt. Und wenn man jetzt schaut, 15 mal 24 sind wir also bei 240 plus 120, also sprich 360. Also in Ost-West-Richtung sind wir genau in der Mitte des Koordinatensystems. Und bei der Nord-Süd-Richtung, was die X2 beschreibt, wenn man das zusammenzählt, dann sind wir bei 120, ein 5 nur dazu, also 60 dazu, sprich dann sind wir 180 abgezogen, sind das nur 100. Also 100 Meter in nördlicher Richtung weg vom Koordinatenursprung.
Das ist als Punkt verlangt, also schreiben wir es auch nur als Punkt auf. So, und dann kommt es ja noch darauf an, wie der jetzt aufsetzt, unter welchen Winkel. Grundwissen ist gefragt. Winkel berechnen geht ja in dieser Raumgeometrie immer mit Sinus oder Cosinus. Frage an euch, welches ist das Einfachere hier? Sinus oder Cosinus, welches braucht man? Die Richtungen, die man braucht, glaube ich, ist klar, ist die normale zur Ebene und die geraden Richtung der Richtungsvektor. Die normale zur Ebene ist auch klar, ist halt genau dieses 001. Sinus oder Cosinus? Gerne in den Chat. In den Chat rein, ne? Lassen wir das Sinus und Cosinus aus. Ich warte auf eure Eingebung. Beides geht, aber ich hätte gern das, wo man direkt rauskommt, bei dem Winkel zwischen Gerade und Ebene. Wenn man das Falsche nimmt, dann muss man halt immer nur 90 Grad minus das, was man ausgerechnet hat, berechnen. Bevölkert dabei schon mal diesen Bruch. Also der Betrag vom Richtungsvektor der Gerade. Jawohl, Sebastian. Minus 24, minus 12 und minus 3. Skala multipliziert mit der Richtung, der normalen Richtung der Ebene, 001. Wir brauchen den Sinus. Schnitt von Gerade und Ebene ist die einzige Ausnahme, wo man den Sinus geschickterweise als erstes hernimmt und alle anderen sind eigentlich immer mit Cosinus geschickter. Und dann brauchen wir nur die Länge dieser beiden Vektoren. Der normalen Vektor hier ist 1, also der ist schnell gemacht. Und der andere, dessen Länge haben wir auch schon berechnet, das entspricht ja genau der Geschwindigkeit, das ist die 27 von vorher. Und das haben wir jetzt echt schnell, weil oben das Skalarprodukt ist ja immer zeilenweise zu verstehen. Das heißt, das ist der Betrag von minus 3, das ist der, dieser Vektor hier selektiert sozusagen nur die unterste Zeile hier. Und unten bleibt halt das 27 mal 1 und das kann man jetzt kürzen, 3 und 27, sprich das ist ein Neuntel. So, dann rein damit in den Taschenrechner. Umkehrfunktion vom Sinus von einem Neuntel. Und da solltet ihr rausbekommen, dass Phi ungefähr 6,4 Grad ist. 6,379 und so weiter zeigt der Taschenrechner an. Und gilt zu beurteilen, ob die Landung hart ist oder weich. Es ist mit dem Vergleichswert, der angegeben ist, mit den 4 Grad, da ist es größer. Also ist es sicherlich eine harte Landung. Gut, Fragen, Anregungen dergleichen dazu? Da fällt mir ein, ich habe gerade das Discord gar nicht nebenher auf. Aber die letzten Male hat das keiner genutzt gehabt. Ich schalte es vielleicht trotzdem an. Discord, da reißt er gerade so noch, der Rechner. So. Hoffe zumindest. Ja, er rödelt ein bisschen. Gut, schauen wir zur Aufgabe C. Dort heißt es jetzt, wann und in welcher Höhe ist die Entfernung der Cessna von der Spitze des Towers am kleinsten? Berechne die minimale Entfernung. So, jetzt muss ich kurz warten, weil
dieses Discord aufspringt und das jetzt gerade alles blockiert. Und jetzt schauen wir, ob da in der Q11 überhaupt jemand da ist. Ja, sind ein paar da. Ich mache das aber klein. Wie gesagt, ihr könnt da jederzeit dann reinsprechen und ich bin auch jetzt in diesem Sprachchat drin, wenn es ist. Da machen wir es klein. Gut, also Entfernung von der Spitze und die Frage ist, wann ist diese Entfernung minimal? Gut, dann notieren wir doch erstmal nochmal, wo ist denn diese Spitze? Spitze des Turms. Die ist nämlich nur indirekt angegeben. Ich nenne jetzt mal die Spitze, nenne ich S. Und da heißt es nämlich, wo der Turm steht und wie hoch er ist. Das heißt, wo er steht, da ist natürlich drüber auch die Spitze, also bei 300, 100, aber eben in 30 Meter Höhe. Und das heißt, die Einheiten sind genau in Metern. Das heißt, dort ist diese Spitze. Und jetzt sollen wir die Entfernung angeben. Das können wir jetzt zum Beispiel ganz allgemein machen. Oder halt mit dem Kochrezept, wie wir es letztens gemacht haben. Ich würde mal gern diesen allgemeinen Ansatz wählen, weil ihr seht, dass man da Strategien des Matheunterrichts von früher an ganz normal hernehmen kann. Das heißt, der Abstand ist sicherlich ja der Betrag des Verbindungsvektors, also von dort, wo das Flugzeug ist. Dort, wo das Flugzeug ist, ist x und die Spitze ist da. Also es ist der Abstand ist sicherlich die Länge dieses Verbindungsvektors. Haben wir Spitze minus Fuß. Also sprich die 300, 130 minus und jetzt halt eben diese Gerade, die hat ja 360, 280, 45 und jetzt eigentlich minus t, aber wir haben ja den Richtungsvektor des Minus drin, das heißt wir könnten uns das folgendermaßen hinschummeln, dass wir plus t schreiben und das Minus jetzt hier in den Vektor einbauen, dass wir hier 24, 12 und 3 hinschreiben. Dann haben wir hier, denke ich, eine einfachere Schreibweise, wie wenn wir die Gerade so abziehen und dann zig Minusse umeinander haben. Das heißt, ich schreibe es nur mal zusammen. Wir haben den Betrag von, jetzt kann man das hier zusammenbringen, von minus 60 plus 24t, dann minus 180 plus 12t und minus 15 plus 3t. Dieses Ding beschreibt jetzt für jedes t, wie weit diese Entfernung ist, also im Endeffekt in Abhängigkeit der Zeit, wie weit weg ist man denn von der Spitze. Und jetzt interpretiere ich halt diesen Term einfach so, wie er da ist, also sprich zeilenweise das Quadrat und dann das Ganze addieren. Das heißt, da ergibt sich jetzt folgende längliche Geschichte. Minus 60 plus 24t im Quadrat plus minus 180 plus 12t im Quadrat und minus 15 plus 3t im Quadrat. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt man an den Punkt an, wo jetzt dieses Vorgehen, das sich so ein bisschen an der klassischen Mathematik der Mittelstufe orientiert,
jetzt umständlich wird, ein bisschen viel Platz und Zeit braucht. Also jetzt muss ich diese Quadrate ausführen und die dann zusammenzählen. Kurz der Weitblick, warum wir das so machen, warum jetzt man trotzdem damit ganz gut vorangehen kann. Wenn ich das Ganze jetzt hier zusammenfasse, werde ich einen Ausdruck haben in t Quadrat. Also da habe ich dann unter der Wurzel einen quadratischen Term. Und das ganze Ding beschreibt im Endeffekt, wie weit weg ist das. Und dann kann ich im Prinzip, wenn ich diesen Term, wenn ich schaue, wo der den geringsten Wert hat, wenn ich den finde, diesen Extremwert, angeben, wie gering die Entfernung im minimalsten Fall ist. Das heißt, wenn ich die Geschichte ableite, dann finde ich dort den kleinsten Wert. Das soll so, und schau, wo die Ableitung 0 ist, das soll so die Zielführung sein. Wursteln wir uns dadurch. Taschenrechner ist im Anschlag, sodass man größere Quadrate sofort berechnen kann. Stift ist besser wie das Ding hier. So, das ist jetzt 60 im Quadrat, das heißt 3600. Kann man ja nochmal nachprüfen, falls man es nicht glaubt. Dann haben wir minus, das ist ja hier eine zweite binomische Formel. 2 mal 60 mal 24, also sprich 2880, ich schreibe es nochmal schön hin. Und dann kommt vom 24 das Quadrat, das ist 576 t Quadrat. Das ist die erste Klammer. So, dann wurschteln wir das Ganze weiter. 180 im Quadrat sind 32.400 minus 2 mal 12 mal 180, 4.320 mit dem t dabei. Und 12 im Quadrat weiß man, das ist ja Quadratzahl, sind 144 t im Quadrat. So, und letzte Klammer. 15 im Quadrat weiß man eigentlich auch, das sind die 225 von den Quadratzahlen, die man damals gelernt hat. Minus 2 mal 15 sind 30 mal 3 sind 90 t und 3 im Quadrat ist eben die 9 t Quadrat. So. Ich lasse euch kurz Zeit, das zu übernehmen bzw. zu kontrollieren. So, dann sollten wir das Ganze ein bisschen aufräumen, also diese Werte zusammenfassen. Erstmal alles ohne t, da haben wir die 32.400 in der Mitte, dann vorne die 3.600 und hinten haben wir nur die 225. Das gibt, wie in der Vorbereitung auch, 36.225. Dann all die Werte, die mit einem einfachen t sind, 2880 und 4320 und die 90, im Vergleich mit der Vorbereitung, ja, passt, 7290 t und jetzt alles mit t im Quadrat, die 576. Die 144 und die 9 noch dazu gezählt, jawohl, 729 t Quadrat.
Genau, der Term beschreibt jetzt eben die Entfernung d in Abhängigkeit der Zeit t. Also für jeden Zeitwert kann man hier feststellen, wie weit entfernt das Flugzeug von der Spitze ist. Wir wollen aber wissen, wie weit ist denn das Flugzeug, wenn es am nächsten dran ist. Also wollen im Endeffekt diese Geschichte hier das Extremum dafür finden. Und naja, wir suchen eben d minimal gesucht. Und das ist der Fall, wenn die Ableitung von diesem Term, nach t natürlich, wenn die gleich 0 ist. Und statt jetzt die Wurzel abzuleiten, ihr wisst, es gibt einfache Sachen, kann man sich überlegen, wenn der Wert unter der Wurzel der kleinstmögliche ist, dann ist der Wert der Wurzel insgesamt der kleinstmögliche. Also das heißt, wir vereinfachen das Ganze folgendermaßen. Wir schauen uns an, vom Radikant, das ist eben der Wert unter der Wurzel, der abgeleitet nach t, wann der 0 ist, und finden damit auch den Zeitwert. Gut, machen wir das. Das machen wir hier daneben kleiner. Also wir leiten folgenden Term ab. 36.225 minus 7.290 t plus 729 t im Quadrat, das leiten wir ab. Und komischerweise befinden wir uns jetzt bei der Analysis, und das aber bereitet uns eigentlich gar keine Probleme. Ihr wisst, gerade so eine einfache Polynomfunktion ist ganz einfach abzuleiten. Der erste Term beinhaltet die Variable überhaupt nicht, also das fällt weg. Beim zweiten, der ist linear, also bleibt da nur noch 7290. Und beim letzten kommt halt der Faktor 2 dazu, also brauchen wir was 2 mal 729 ist. Das heißt 1458 t, und das soll gleich 0 sein. Und das ist schnell aufgelöst. Das heißt, das ist 1458 t soll 7290 sein. 7290 durch 1458, das geht sich schön auf. T ist gleich 5. Soll heißen, zum Zeitpunkt t gleich 5 ist der Abstand minimal. Also 10 Sekunden vor der Landung ist man am nächsten am Turm vorbei. Genau, das beantwortet das Wann. Jetzt ist noch gefragt, in welcher Höhe und die minimale Entfernung. In welcher Höhe? In welcher Höhe? Dann setzen wir halt das t gleich 5 bei der Gerade in den Höhenteil ein, also sprich in die dritte Koordinate. T in dritte Zeile von g. Das heißt, die Höhe ist 45 minus 5
Fünf ist hässlich geworden. Fünfmal. Drei. Das heißt, 15 werden abgezogen. Das heißt, wir sind genau bei 30. Und wie groß dieser minimale Abstand ist, das gilt es jetzt als letztes zu berechnen. Dazu setzen wir jetzt t gleich, Moment, minimaler Abstand. Dazu setzen wir das t gleich 5 Sekunden in diese Formel von d ein. Und rechnen das halt dann aus. Die Formel von d, dann zoome ich jetzt ein bisschen raus, dann sieht man die auch schön. Da ist die letzte Geschichte wahrscheinlich das geschickteste. Vielleicht könnten wir das einfach kopieren. So, zack, kopieren. So, und jetzt kann ich das jetzt hier einsetzen. Ha, der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Also, die minimal ist gleich und jetzt müssen wir halt das hier passend ersetzen. Also statt t kommt hier mal 5 rein und statt t im Quadrat 5 mal 5, sprich 25. Und da kann uns sicherlich der Taschenrechner weiterhelfen. Minus 7290 mal 5 plus 729 mal 25. Auf Meter genau, denke ich, ist vollkommen ausreichend. Exakter Wert wäre 60 Wurzel 5 bzw. die Wurzel aus 18.000. Und ich hoffe, ihr kommt auch auf die 134 Meter maximal, minimal. So, Fragen, Wünsche, Anregungen zu der Bearbeitung soweit? Wenn da nichts reinkommt, würde ich gerne Anmerkung dazu auch machen. Also ihr habt jetzt zwei Varianten gesehen gehabt, wie man eben so einen Abstand zwischen, das ist ja jetzt halt im Prinzip ein Punkt, diese Spitze und die Gerade, wie man den feststellt. Wir haben in dem Übersichtskapitel diesen Verbindungsvektor generiert und haben dann geschaut, wann ist dieser Verbindungsvektor senkrecht und haben dann die Länge des Verbindungsvektors uns angeschaut. Das ist eine sehr geometrische Vorgehensweise, die so vor allem das Skalarprodukt in seiner Eigenschaft ganz gut ausnutzt. Kann man machen, ist eine schöne Sache. Ihr habt jetzt bei der Bearbeitung hier gesehen, hier geht es ja eigentlich um dieselbe Fragestellung, also der Abstand zwischen einem Punkt und einer Gerade. Ihr habt hier jetzt in der Bearbeitung gesehen, wie man das Ganze mit Hilfsmittel der Analysis machen kann. Also, dass ich einen quadratischen Term habe, den ich ableite und schaue, wo ist denn das Extremum.
im Prinzip die Wurzel von einem quadratischen Term, aber man kann sich das Leben leichter machen, weil haben wir damals ein Analysis gemacht, weil man so, wenn man Abstände hat, haben wir auch mit Wurzeln berechnet gehabt, dann kann man auch bloß den Radikanten anschauen. Beide Vorgehensweisen führen zum Ziel, beide haben so ein bisschen einen anderen Geschmack, würde ich sagen. Aber das ist eben eure Geschmacksfrage, was ihr da hernimmt, wie ihr das hernimmt. Genau. Gut, kommen wir zum letzten Teil dieser Aufgabe. Die D, da heißt es jetzt, nun wehe, welche schöne Formulierung, nun wehe seit T gleich 0 Sekunden ein Seitenwind, der die Cessna pro Sekunde um 4 minus 8 0 aus ihrer ursprünglichen Richtung abtreibt. Also der Wind treibt sie ab in Richtung 4. Das heißt, wenn wir unser Koordinatensystem nochmal zum Spicken hernehmen, in östlicher Richtung. Und minus, heißt es 8 oder 6? Minus 8. Das heißt, aus südlicher Richtung, also der Wind bewegt das Flugzeug in östlicher, südlicher, also irgendwo südöstlicher Richtung. Das heißt, der Wind kommt irgendwo aus nordwestlicher Richtung. Die Frage ist jetzt, wann und wo landet die Cessna denn? Wie weit ist dieser Ort vom Landepunkt ohne Seitenwind entfernt? Das kriegen wir eigentlich hier nur schön hin. Und ich stelle immer mehr fest, dass dieses Querformat, das ich mir ganz bewusst ausgesucht gehabt habe, für die Bearbeitung dieser Aufgaben, dass das eigentlich ungeschickt ist. Also ich hätte eigentlich Hochformat nehmen sollen und werde vielleicht irgendwann mal umsteigen, weil man doch irgendwie nicht breiter schreibt und Tafel ist es trotzdem nicht. Also die Aufgabe D. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Gerade, ich nenne die jetzt mal gerade Sternchen. Wir starten sicherlich beim selben Punkt. Also es geht los bei 360, 280 und 45. Aber jetzt aufgrund dieses Windes nicht minus 24, sondern eben da kommt 4 dazu, sprich minus 20. Dann kommt hier minus 8 dazu zu dem minus 12, also sind wir auch hier bei minus 20. Nach unten drückt der Wind nicht, das heißt, der letzte Eintrag bleibt derselbe wie vorher. Die Landung findet sicherlich zum selben Zeitpunkt statt. Warum? In der untersten Zeile hat sich ja nichts geändert. Die unterste Zeile ergibt weiterhin bei t gleich 15, 15 Sekunden, den Wert 0. Also es landet auch wieder nach 15 Sekunden. Schreiben wir dazu. Landung weiterhin bei t gleich 15 Sekunden. Warum? Dritte Zeile unverändert. Und aus der haben wir ja diese Schlussfolgerung gezogen. Das heißt, den Landepunkt, den Aufsetzpunkt, kann man jetzt direkt auch wieder ausrechnen, indem man 15 einsetzt. Also unser Aufsetzpunkt mit Wind, also mit Sternchen, ist deswegen, wenn wir es wieder mit Vektorrechnung machen, 316, 360, Entschuldigung, 280, 45 plus 15 mal minus 20, minus 20, minus 3. Hier unten, wie gesagt, 0 haben wir aus Plausibilitätsüberlegungen rausbekommen. Und jetzt brauchen wir bloß eine Rechnung im Endeffekt machen. 15 mal 20, also 20 plus 100, Entschuldigung, 200 plus 100, also 300 werden überall abgezogen. Deswegen haben wir hier oben 60 und hier unten minus 20.
Das heißt, der neue Aufsetzpunkt ist bei 60 minus 20 und 0. Genau, jetzt brauchen wir bloß noch den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. Das kann man sich jetzt entweder in der Ebene überlegen und das im Prinzip mit Pythagoras machen. Man kann es jetzt aber auch noch mehr allgemein machen. Der Abstand zwischen den beiden Punkten, zwischen A und A Sternchen. Ihr erinnert euch, das war ja der Betrag vom Verbindungsvektor der beiden. Spitze minus Fuß, der ist 60 minus 20, 0. Und der andere, den haben wir vorher notiert gehabt, Aufsetzpunkt, da ist er, das ist der 0, 100 und 0. Das heißt, wir brauchen den Betrag des Vektors 60 minus 120 und 0. Und dann sind wir bei der quadratischen Gleichung, die wir aus dem Pythagoras auch rausgenommen hätten. 60 Quadrat plus 120 Quadrat und davon die Wurzel. Und der Taschenrechner eures Vertrauens leistet euch wertvolle Dienste, falls ihr wisst, ihn zum Arbeiten zu überreden. Und ihr erkennt, das ist ein Wert, den wir so schon gehabt haben, die Wurzel von 18.000, also das ist weiter 134 Meter, sowie der minimale Abstand zwischen Spitze und Flugbahn ohne Wind. Gut, Fragen oder dergleichen von eurer Seite? Internetverbindung ist erfreulich gut heute. Ja. Wir sehen rüber geswitcht. Ihr könnt ja in Nachbereitung dieser Stunde probieren, ob ihr diesen minimalen Abstandsteil, ob ihr das so auch hinkriegt, wie wir das in dem Übersichtskapitel gemacht haben, also dass ihr da mit dem Verbindungsvektor und den senkrecht stehend drauf, dass ihr das so macht. Und dann könnt ihr ja schauen, welcher Part euch mehr liegt. Ansonsten wäre jetzt als nächstes diese Aufgabe 2, die ist jetzt aber relativ ähnlich zu dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Auch da sollen wir so minimale Abstände und sowas beschreiben. Das wäre jetzt halt so das Erste, was man als Hausaufgabe, als Nachbereitung für diese Stunde sich überlegen könnte, dass man die Aufgabe 2 macht. Ich möchte mit euch stattdessen jetzt halt so diese Bewegungen erstmal weglassen und eher zu geometrischen Geschichten kommen, zu anderen geometrischen Geschichten kommen, Lichtstrahlen und deren Auswirkungen auf Licht und Schatten und sowas, das ist etwas, was man gerne macht und die Aufgabe 3 ist so eine erste Geschichte in der Richtung, deswegen würde ich mit euch als nächstes das machen. Genau. Aber erstmal kurz Verschnaufpause, einen Schluck trinken und dann schauen wir weiter.
Okay, startklar. Dann machen wir mal. Aufgabe 3. Auf der folgenden Seite, also auf der 166. Voilà. Gut, bei dieser Aufgabe heißt es wie folgt: Eine Sonnenuhr am Nordpol. Schöne Geschichte. Am Nordpol ist ein halbes Jahr lang Tag und ein halbes Jahr lang Nacht. Am 21. März geht die Sonne auf, erreicht am 21. Juni ihren höchsten Stand und geht am 23. September wieder unter. Während eines Tages ändert sich die Sonnenhöhe nur unmerklich, also sprich innerhalb von 24 Stunden, das ist gemeint. Am Nordpol steht eine Sonnenuhr mit einem horizontalen Ziffernblatt, also sprich das Ziffernblatt liegt am Boden. Dieses liegt in der x1, x2 Ebene eines Koordinatensystems, deren x1 Achse in die Richtung zeigt, über der um 6 Uhr die Sonne steht. Ein Meter langer Stab ist im Ursprung befestigt und endet im Punkt 001. Die Frage ist jetzt, die X3-Achse zeigt in Richtung der Erdachse. In welche Himmelsrichtung zeigt die X1 und die X2-Achse? Eine schöne Frage. Da hätte ich gerne eine Antwort von euch. Eigentlich eine Fangfrage, muss man zugeben. Wir sind ja am Nordpol. Naja, am Nordpol ist ja so, dass wenn man sich vom Nordpol weg entfernt, egal in welche Richtung, geht man ja Richtung Südpol. Dort oben machen alle anderen Himmelsrichtungen überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die zeigen alle Richtung Süden. Diese Einteilung Norden, Westen, Osten, Süden macht und so, wie wir es vorher gemacht haben, keinen Sinn. Schreiben wir es dazu. Da am Nordpol. Alle Richtungen nach Süden gehen. Zeigen beide Achsen nach Süden. Das Bild, das weiter unten im Buch ist, das zeigt jetzt eigentlich genau an, was hier Sache ist. So wie man das hier jetzt hat, in dem Bildchen, das ich mir jetzt darüber kopiert habe. Lass mich kurz mal ausprobieren, was dieses Freihandbeschneiden heißt. Kann ich da jetzt sowas ausschneiden? Fertig. Ja, cool. Also es ist eher so, wie es hier in dem Bildchen zeigt, dass man eben da so Uhrzeiten zuordnen kann. Und es ist kein Widerspruch zur Angabe. Da heißt es ja hier, dass die X1-Achse in die Richtung zeigt,
die zeigt in die Richtung, wo um 6 Uhr die Sonne steht. Das heißt, wenn hier ja der Stab ist und hier um 6 Uhr die Sonne steht, dann fällt ja der Schatten hier rüber und dann passt es genau hier mit dieser Darstellung. Gut, dann heißt es hier am 21. Juni, dann haben wir vorher schon mitbekommen, dass das der höchste Stand ist, fallen um 6 Uhr Sonnenstrahlen in Richtung minus 23, 0, minus 10 ein. Und was sollen wir tun? Wir sollen berechnen den Winkel, der hier angegeben ist, also dieser Delta Max, unter dem die Sonne über dem Horizont steht. Aufgabe B. Wir haben die Richtung, schreibe ich mir vielleicht gleich dazu, der Sonnenstrahlen von minus 23, 0, minus 10. Und das ist die Richtung einer Geraden im Endeffekt. Und dazu eine Ebene. Also was soll man tun? Man soll den Winkel zwischen einer Geraden und der Ebene bestimmen. Das heißt, man ist wieder bei dem Sinus angelangt. Wo genau diese Gerade lang geht, ist wurscht, weil es gibt ja lauter parallele Sonnenstrahlen und alle diese schneiden unter dem Winkel, wie es oben in der Zeichnung angegeben ist. Also dieser Sinus von, der heißt heute halt jetzt hier Delta Max. Und jetzt brauchen wir wieder unseren Bruchstrich. Der Betrag von dieser gegebenen Richtung hier, eben dieses minus 23, 0, minus 10, skalar multipliziert mit, wir sind ja in der x3 gleich 0 Ebene, die 0, 0, 1, Betrag zu Ende. Und jetzt brauchen wir halt nur die Länge dieser Vektoren. Da ist zum einen der 23 Quadrat plus 0 Quadrat plus 10 Quadrat. Und zum anderen, der andere ist ja ein Einheitsvektor, der hat die Länge 1. Ebenso wie wir das vorher gehabt haben, selektiert jetzt dieser normalen Vektor nur die unterste Zeile. Also haben wir hier minus 10 bzw. den Betrag von minus 10, also 10. Und unten haben wir klar das mal 1 und jetzt haben wir die 23 im Quadrat plus die 10 im Quadrat. Also die Wurzel aus 23 im Quadrat sind die 529 plus 100 sind 629. Schauen wir mal, ob das so stimmt. Doch, haben wir schon richtig in Erinnerung. Gut, dann mit Umkehrfunktion kann man den hier jetzt bestimmen. Und ich denke, auf eine Nachkommastelle reicht hier vollkommen. Also Sinus hoch minus 1 von diesem Bruch 10 durch Wurzel 629. Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu. 23,5 Grad. So, Fragen soweit? Bei mir läutet jetzt Telefon, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Bei interessieren würde es mich schon, wer da anruft. Kann man das währenddessen hier sehen? Ne, kann man nicht. Aber ist ja wurscht. Wenn wir jetzt Unterricht, wir gehen nicht ans Telefon. Aufgabe C. Da heißt es jetzt, wie lange ist der Schatten des Stabes? Das ist die Frage. Und dazu kann man jetzt das Bildchen brauchen, das hier oben noch mit dabei ist. Also wo wir diese Erdkugel haben.
Und das möchte ich mal kurz skizzieren. Also wir haben ja hier so diese Sonnenuhrscheibe und da ist dieser Start. Und dann nehmen wir vielleicht hier noch, das hier ist so die Gerade, die wir da gerade betrachten, und dann kommt hier der Sonnenstrahl rein durch diese Spitze, fällt so in diese Richtung und da haben wir den Delta berechnet gehabt. Und was suchen wir? Wir suchen eine schöne Farbe auf jeden Fall. Wir suchen die Länge dieses Schattens. Das heißt, diese Länge hier suchen wir. Ja, das ist die Schattenlänge. Ich nenne sie mal L. Oder hat sie irgendeine Bezeichnung? Ne, hat sie keine. Und natürlich steht der senkrecht hier, dieser Stab. Das heißt, man hat hier ein rechtwinkliges Dreieck. Und man erkennt, glaube ich, auch gleich den Zusammenhang. Da sind die beiden Katheten dabei. Die eine ist gegeben, die andere ist gesucht. Das heißt, da spielt jetzt sicherlich der Tangens die entscheidende Rolle. Der Tangens von diesem Delta Max ist die Gegenkathete, dieser 1 Meter durch die Länge des Schattens. Und damit ist klar, die Länge des Schattens ist 1 Meter durch Tangens. Hiervon. Ah ja, jetzt ruft es hier. Da habe ich jetzt aber keine Zeit. Kenne ja nicht die Nummer. Wurscht. So, aber durcheinander bringen tut es mir auf jeden Fall. So. Ihr habt die Werte. Dann bitte ausrechnen, wie lang dieser Schatten ungefähr ist. Gerne in den Chat schreiben. Sagt mir nichts. Ich hoffe, ihr kommt auch auf 2,3 Meter. Wenn ich zu ungeduldig war, verzeiht mir bitte. Ich weiß nicht, wie groß der Leck hier natürlich immer ist und ob nicht. Ob ich da nicht zu lang warte. Gut, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, warum ändert sich denn die Länge des Schattens nicht? Wenn man so eine Sonnenuhr anschaut oder wenn man sich selber da beobachtet, im Hochsommer zum Beispiel, da die Schattenlänge ist ja doch deutlich unterschiedlich zwischen mittags und abends beispielsweise. Hier ändert sie sich sicherlich nicht. Da ja dieser einfallende Winkel hier sich den ganzen Tag nicht ändert. Also die Sonne steht ja immer gleich hoch über den Horizont, deswegen ändert sich das nicht. Schreiben wir das vielleicht dazu. Länge des Schattens ändert sich nicht. Da dieses Delta im Tagesverlauf konstant.
So, das Sonnenblatt, das Ziffernblatt haben wir ja schon mit in die Abbildung genommen. Und im Prinzip haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, warum das so ausschaut. Im Prinzip kann man sagen, dass wenn jetzt die Sonne andauernd über dem Horizont ist, dass sie halt einmal am Tag rundherum geht, deswegen halt hier 24 Stunden rundherum und deswegen ist halt der Rundlauf einmal rundherum eben in 24 Teile eingeteilt. Und da die horizontal liegt, bewegt sich das auch gleichmäßig, weil die Drehung der Erde natürlich auch gleichmäßig ist. Auch das sollten wir vielleicht dazu schreiben, vielleicht in Stichpunkten. Schauen wir mal. Also zum einen die Sonnenscheindauer. Beträgt 24 Stunden. Das heißt, die Zeit kann den gesamten Tag abgelesen werden. Das erklärt schon mal, warum 24 Stunden dabei sind. Und zum anderen liegt das Ziffernblatt horizontal. Das heißt, der Schatten bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Und deswegen haben die Markierungen so den gleichen Abstand, also eigentlich denselben Winkel. Abstand zwischen den Stunden, Markierungen gleichmäßig. Ich glaube, das erklärt so die Geschichte einigermaßen gut. Sowas kommt im Abitur immer wieder dran, dass man eben sowas erklären soll. Da finde ich es jetzt ein bisschen schwieriger, Hilfestellung zu geben. Das ist jetzt halt, die Frage ist halt, was gehört jetzt dazu? Also was könnte einen da verwundern? Und ich denke eben, zwei Sachen verwundern einen schon im Vergleich zu Sonnenuhren, die man so irgendwie kennt, dass man einmal eben bis 24 Stunden hier angegeben hat. Warum ist das so, ist die Frage. Und das andere ist, warum schaut das so gleichmäßig aus? Wenn ihr die Sonnenuhr im Luitpold-Gymnasium anschaut, wenn wir wieder zurück sind nächste Woche, dann seht ihr auch, da sind die Abstände nicht gleich zwischen den Stunden. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, der so ein bisschen, sag ich mal, der schwierigere an der Aufgabe ist, weil er jetzt hat, wenig mit Vektorgeometrie zu tun hat, sondern eher mit einer grundlegenden geometrischen Geschichte, eher vielleicht sogar mit einer Analysis-Geschichte. Da heißt es wie folgt: Die Tage des Jahres seien nun von 1 bis 365 nummeriert, durchnummeriert. Und T sei die Nummer des Tages. Zum Beispiel beschreibt eben, wenn T zwischen 0 und 1 ist, den 1. Januar. Wenn T zwischen 79 und 80 ist, eben den 21. März. Klar, da kommt der ganze Januar, der ganze Februar dazu und dann kommt man schon auf 80 im Endeffekt. Und so weiter. Für die Sonnenhöhe, Delta von T, gilt näherungsweise. Und jetzt sieht man da hier eine Formel, die von diesem maximalen Winkel abhängt. Und dann eben mit einem Sinus das Ganze beschreibt. Soll heißen, diese maximale Höhe ist mit dem Sinus im Endeffekt verbunden.
Und wie der Sinus ausschaut, wisst ihr. Beschreibe, jetzt kommt der Arbeitsauftrag, beschreibe, wie sich die Sonnenhöhe im Verlaufe des Jahres verhält. An welchem Tag ist der Schatten des Stabes 5,0 Meter lang? So, da brauchen wir jetzt Platz zum Überlegen. Aufgabe E. Und da würde ich vorschlagen, dass man zuerst mal eine Sinuskurve zeichnet, um sich zu überlegen, wie man denn jetzt hier rangeht. Weil das Ganze hängt ja jetzt halt auch von der Sinuskurve ab. Also, das wäre jetzt halt so eine Sinuskurve. Ganz grob, ich markiere mal ein paar Punkte. Das, ja, schön ist sie nicht, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das ist jetzt so die allgemeine Sinuskurve. Und die ist jetzt aber ein bisschen verändert, diese Sinuskurve. Also zum einen seht ihr mit dem minus 80, dass sie verschoben ist. Zum anderen seht ihr, dass sie entsprechend gestaucht und gestreckt ist im Endeffekt. Wie? Schauen wir uns jetzt hier unten an, also noch meine Kurve. Und ich schreibe hier oben noch ein paar Gradmarkierungen dazu, die hier dabei waren. Zum einen wird jetzt das Ganze gestreckt auf Delta Max und Delta Max Minus. Dann wird die Achse verändert, sodass hier halt jetzt halt die Tage angegeben sind. Das heißt, hier ist der Tag 0, hier ist der Tag 100, schmarrn nix, 180, hier ist der Tag 365 und dazwischen ist halt 365 halbe. Schmarrn, 365 halbe, natürlich 182,5 ist da dazwischen. Und die Kurve wird jetzt verschoben, das heißt, sie fängt jetzt nicht bei 0 an, sondern mit diesem minus 80 wird sie halt um 80 nach links verschoben. In der Skala, die ich jetzt da gerade habe, also da bin ich ja bei drei Kästchen ungefähr bei 180. Das heißt, hier wäre ich ungefähr bei 60, also knapp daneben. Da sei jetzt zum Beispiel 80. Da geht die Kurve jetzt so raus. Und wo geht sie dann wieder runter, wenn man eben 182 dazu zählt zu diesen 80? Weil ja das entsprechend verschoben ist, dann sind wir bei 262,5. Das heißt, da sind wir ungefähr hier. Das heißt, diese Sinuskurve schaut in etwa so aus. Sie ist um 80 verschoben. Und die Skalierung ist eben, das macht dieser Bruch von 365 auf 365 Tage und nicht mehr auf 360 Grad. Und das heißt jetzt, dass die Sonne nur über dem Horizont ist zwischen dem Tag 80 und dem Tag, der hier dazu gehört. Wenn man das jetzt grafisch nicht hinkriegt, kann man sich aber rechnerisch auch behelfen. Die Frage ist, wann ist denn der Wert dieser Kurve 0, also wann geht die Sonne auf bzw. unter? Das kann man hinschreiben. Und zwar die Frage ist, wann ist Delta von t gleich 0, das ist gleichbedeutend mit Delta Max mal Sinus 360 Grad durch 365 Tage, t minus 80,
ist gleich 0. Das heißt, das Delta Max spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt also nur die Frage, wann der Sinus von diesem Sums hier 0 ist. Und jetzt brauchen wir das Grundwissen vom Sinus. Sinus ist dann 0, wenn die Winkel halt passend sind, entweder bei 0 Grad oder 0 einfach, oder bei Pi, sprich bei 180 Grad. Das heißt, entweder 0 Grad, weil der Sinus von 0 Grad ist 0. Das heißt, das unterhalb der Klammer muss 0 Grad sein. Das heißt, wir suchen 360 Grad durch 365 mal T minus 80 ist 0 Grad. Und diese Gleichung ist leicht zu lösen. Das ist ein Produkt. Die Frage ist, wann ist das Produkt gleich 0? Klar, das ist der Fall für T gleich 80. Scheinbar nichts, das ist der 80. Tag. Oder für 180 Grad ist also gleichbedeutend mit 360 Grad durch 365 T minus 80 ist 180 Grad. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gehe ich mit euch relativ schnell jetzt da durch. Das heißt, das löst sich in zwei Schritten auf zu T minus 80 ist die Hälfte von 365. Die Hälfte von 365 ist 128 und dann noch 80 dazu. Das heißt, das ist 262,5. So, und die beiden Ergebnisse kann man jetzt zur Interpretation hernehmen. Das heißt folgendes: Die Sonne, lass mich das hier so abtrennen, die Sonne ist unter dem Horizont. Bevor halt dieser 80. Tag erreicht wird, für T gleich 80. Das ist der 1. Januar bis zum 21. März. Und dann ist sie zusätzlich noch unterhalb und für T Größe 262,5. Und das kann man sich jetzt ausrechnen. Das ist dann der, oder abzählen könnten wir es, das ist der 23. September bis halt zum letzten Dezember. Dann geht das Ganze halt wieder von vorne los. Und ansonsten ist das Ding oberhalb, sonst über dem Horizont. Ja, und was wir jetzt nicht mehr schaffen, das würde ich jetzt halt dann in die Hausaufgabe geben, also wann dieser Schatten denn 5 Meter lang ist. Wir haben für den maximalen Wert ja schon den Schatten ausgerechnet gehabt. Das heißt, ihr rechnet aus, wie groß ist denn der Winkel, sprich, wie groß ist denn für 5 Meter Schattenlänge dann der gegebene Winkel Theta und schließt dann daraus, welcher Tag das ist, also welche Tagnummer. Und durch Abzählen kann man das hinkriegen dann, dass man das Ergebnis hinkriegt. Fragen noch zum Schluss. Bin mir bewusst, das ist jetzt am Schluss relativ flott gegangen. Aber ihr könnt es euch ja noch mal anschauen, wenn es zu schnell gegangen ist. Und ansonsten halt beim nächsten Mal gleich
als Frage stellen oder per E-Mail, dann kann man es im Chat auch noch weiter beantworten. Keine Fragen. Dann zur Hausaufgabe, zur Vornachbereitung für die Stunde. Auf der Seite 165, glaube ich, war es. Da habe ich ja schon angekündigt, dass die 2 eigentlich eine schöne Geschichte wäre. Und auf der Seite 166, wenn ihr euch die Aufgabe 3 eben nochmal anschaut, dann eben nur der Rest. Von der 3, die E, da fehlt noch Tag mit 5 Meter Schatten. Der ist noch gesucht. Gut, wenn es ansonsten. Und vielleicht noch eine Anmerkung, es reicht, wenn ihr einen Tag bestimmt. Es gäbe nur einen zweiten Tag, aber einer reicht vollkommen. Gut, wenn von euch sonst nichts mehr kommt, dann wünsche ich euch schöne Zeit. Wir sehen uns wieder digital, zumindest am Freitag. Und ich bin gespannt, in welcher Form nächste Woche dann am Dienstag. Macht's es gut. Ciao. Tschüss. So, wo ist mein Beenden-Knopf? Da ist er. Ciao.